Gute Sorgen, lieber Morgen. Stream hat heute Morgen nicht ganz so gut geklappt. Wir machen mal einen kleinen Action-Tatsachen-Bericht aus der Metropole. Es geht um die Allgemeinverfügung des Landkreises Göttingen, gesperrte Spielplätze. Ich gehe mal ein klein wenig, natürlich Abstand haltend, durch die Stadt und schaue nach, welche Auswirkungen hier in der Stadt zu sehen und zu erleben sind. Hier sieht man den Spielplatz Wiesenweg. Man kann sehen, ist mit Flatterband abgesperrt, zum Gegenlicht vielleicht nicht ultra perfekt aufgenommen. Spielplatz soll also nicht betreten werden und es gibt einen Aushang. Den gucken wir uns mal an. Da steht drauf: Liebe Kinder, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, die Stadt Herzberg am Harz schließt ab sofort aufgrund akuter Infektionsgefahr alle Spielplätze im Stadtgebiet bis auf weiteres. Lutz Peters. Kleiner Rundblick am Jüß. Es ist total ruhig, aber es ist auch Mittwochvormittag. Von daher wird man sagen können, dass da keine Veränderung zu erkennen ist. Es ist natürlich gut, dass da niemand draußen rumspringt. Und wir sehen auch, unser Schwimmbad ist, wer hätte es anders gedacht, natürlich geschlossen. Die Sonne scheint. Da ist es sehr cool, draußen unterwegs zu sein. Aber man macht dann immer so kleine Augen, wenn man hier spazieren geht. Es spricht nichts dagegen, draußen unterwegs zu sein. Die Sonne hat Kraft. Das ist auch gesund an der frischen Luft. Abstand halten sollte man natürlich nicht vergessen. Und dann steht einem Spaziergang meiner Ansicht nach nichts im Weg. Rundblick bei der Hansawiese und dem Skaterplatz. Die Skategeräte stehen nicht auf dem Areal. Hier ist nichts abgesperrt mit einem Flatterband, weil das dann ja auch ein Spielgelände wäre. Aber so haben wir hier einfach nur einen öffentlichen Platz. Es wäre auch unhandlich, weil man hier ja auch flaniert und spaziert. Aber da hinten sieht man auch noch das Schild, dass es sich also auch um eine Spielanlage handelt. Entsprechend, wenn die Sachen hier rausgeräumt sind. Hier ist alles ruhig, niemand da und wir gucken einfach mal ein bisschen weiter durch die Stadt. Mittwochmorgen ist natürlich Markttag. Wir sehen, Stände sind aufgebaut. Man kann also Lebensmittel einkaufen. Die Menschen halten vorbildlich Abstand, so wie man das hier halt auch kennt und auch erwartet hätte. Das funktioniert also zumindest in Herzberg am Harz alles super. Ich finde, dass in dem Areal insgesamt weniger los ist als sonst. Überall in der Stadt sieht man natürlich Zettel, dass bestimmte Läden, hier das Fitnessstudio zum Beispiel, aufgrund behördlicher Anordnung wegen dem Coronavirus geschlossen ist. Unsere Fußgängerzone, es ist Mittwochmorgen, das muss man halt einfach im Kopf haben, ist noch belebt. Ich finde, es sieht eigentlich typisch aus für solch einen Wochentag. Ist ja auch logisch, denn Geschäfte zur Grundversorgung haben auch weiterhin geöffnet. Der Domeyer Park ist ein grünes Naherholungsgebiet in der Stadt. Hier gibt es das Vertriebenendenkmal, diverse Kunstobjekte, die man bestaunen kann auf Spazierwegen, die auch zum Jogging genutzt werden. Wir haben an dieser Stelle, wie man jetzt sehen kann, auch einen etwas größeren Spielplatz mit diversen Spielgeräten. Weiter hinten schließen sich auf den Grünflächen Trainingsgeräte an. Und auch hier sehen wir eine Absperrung an einem Reck, so mutet es an. Wir treten ein klein wenig näher heran, um mal zu gucken, was da auch angeschlagen ist, um das da so ein bisschen zu dokumentieren. Ich denke mal, dass das Flatterband einfach Aufmerksamkeit erwecken soll, denn den kompletten Platz abzusperren, da hätte man wesentlich mehr benötigt. Liebe Kinder, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, die Stadt Herzberg am Harz schließt ab sofort aufgrund akuter Infektionsgefahr alle Spielplätze im Stadtgebiet bis auf weiteres. Lutz Peters auch hier. Also, das ist im Augenblick gerade hier der Stand der Dinge. Man sieht auch, es ist niemand weiter unterwegs und die Menschen halten sich an die Empfehlungen und Anordnungen der Behörden.
Die Stadt ist ruhig, die Menschen sind besonnen. Es ist soweit also alles in Ordnung. Wie man sehen kann, halten die Menschen auch Abstand. Ich konnte das eben gerade auch persönlich beobachten. Wenn sich Spaziergänger begegnen, von denen am Mittwochmorgen nicht viele unterwegs sind, verständigt man sich mit Blickkontakt und hält einen nötigen Abstand ein. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich habe ansonsten bei meinen Einkaufstouren durch die Supermärkte der Stadt in den letzten Tagen auch keine Hamsterkäufe feststellen können. Es gibt da andere Stimmen, die sowas behaupten. Das Einzige, was ich gehört habe, war, dass in einem Discounter einmal die Hefewürfel ausverkauft waren, aber am nächsten Tag auch schon wieder verfügbar waren. Im Übrigen gibt es da keine Engpässe. Viele Menschen, auch ich, wir verlassen uns darauf, dass das mit der Lebensmittelversorgung und so auch alles weiter funktioniert und dass man bei Bedarf, auch wenn es weitere Sanktionen seiten der Behörden gibt, also Einschränkungen in der allgemeinen Entfaltungsmöglichkeit, dass man da weiter seine Sachen einkaufen kann. Von daher, hier ist alles sehr ruhig. Nicht vergessen, lasst ein Abo da und wenn ich hier noch irgendwelche Filme einblende, dann schaut die bitte komplett, weil das ist mal ganz gut für meine Viewtime, ne? Und vielen Dank.